Hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem fantastischen Kanal. Ich freue mich, euch wieder hier willkommen zu heißen. Normalerweise, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber normalerweise habe ich hier immer so als kleine Deko eine Eule stehen. Sagen wir im Frühjahr oder sagen wir alle anderen Jahreszeiten außer Winter. Und ich schaue gerade aus dem Fenster. Es schneit einfach im fucking April. Was ist los? Ihr meint, das ist mal... Ich habe in dem Monat Geburtstag und normalerweise bin ich dann immer sehr... Eigentlich mag ich den Monat, aber was ist das? Es tut mir leid, was ist es? Und deswegen habe ich hier meine Winterdeko wieder rausgeholt. Ich weiß, Deko ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich habe ungefähr drei Dekoartikel und die wechsle ich Sommer und Winter. Also ich bin generell nicht so... Aber die stelle ich jetzt da hinten hin. Ich glaube, man sieht sie wahrscheinlich gar nicht, aber egal. Ich wollte es nur sagen... Das ist eine kleine Protestaktion. Okay, dann würde ich sagen, wir starten auch schon direkt rein in das Video. Ist ein Video, was ich schon ewig lange machen will. Und jetzt habe ich es endlich, will ich es endlich machen. Und zwar einfach meine liebsten LGBT-Liebesromane. Ich setze Liebes hier in Klammern. Ich habe, glaube ich, ein LGBT-Buch außerhalb dem Liebesroman-Genre. Aber an sich sind es meiste Liebesromane. Genau, let's go. Okay, wir starten gleich mit dem Buch, was nicht Liebesroman ist. Und das ist halt, es findet zwar eine Liebesgeschichte statt, aber die ist halt wirklich nur Nebensache. Und zwar ist es The Girls I've Been. Es ist ein Thriller. Das Wort, ich liebe es einfach. Und es geht um Nora, die quasi Tochter einer Trickbetrügerin ist und dementsprechend in ihrer Kindheit eine Menge Personen oder ein Mädchen verkörpern musste. Und deswegen heißt es The Girls I've Been. Eigentlich hat sie mit dem ganzen Kapitel abgeschlossen, aber sie findet sich dann in einem Banküberfall wieder mit ihrem Ex und ihrer jetzigen Freundin. Und es ist alles sehr chaotisch. Und dann ist es halt so, well, sie kann jetzt auch nicht hier sitzen und Geißel quasi sein und nichts machen. Und deswegen macht sie dann was. Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich habe das ultra schnell durchgelesen und kann es auch wirklich nur empfehlen. Okay, dann habe ich noch ein Buch, was wahnsinnig bekannt ist. Also generell werden euch wahrscheinlich viele bekannt vorkommen. Aber ich will sie trotzdem genannt haben, weil ich sie toll finde. Und sagen will, dass es nicht nur der Hype ist. Und zwar hier bei Blackout. Ich fand, es hat 18 Euro gekostet. Fand ich schon so... Ich glaube, ich werde arm. Aber ich fand es auch super, super süß. Vor allem die Idee, das sind halt eben sechs Autorinnen. Und die haben quasi jeweils immer Geschichten geschrieben und die wurden dann quasi so nacheinander und zwischenreihen und weiß Gott was geschnitten. Da hat man immer so, ist dann immer von Pärchen zu Pärchen gesprungen. Und das spielt quasi während einem Stromausfall in New York. Und das ist super, super knuffig. Und die eine Autorin, die da quasi mitgeschrieben hat, hat auch dazu gesagt, Blackout ist unser Liebesbrief an die Liebe, an New York und an schwarze Teenager. Also ich finde wirklich ein süßes Buch und kann es empfehlen, wenn man es irgendwo zu lesen bekommt. I would recommend it. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt nicht immer die Bücher hier hinten umstellen, nur weil ich jetzt ein Buch rausgeholt habe. Es tut mir leid, aber ihr müsst jetzt einfach damit leben, dass es immer hier so ein paar Löcher geben wird. Und zwar ist das nächste Buch, was ich sagen will. Nur fast am Boden zerstört von Sophie Gonzalez. Ich habe es einfach nur geliebt. Ich habe es absolut einfach nur geliebt. Es gibt noch eine Vorgeschichte und zwar es ist mein fast perfekter Sommer, die es für ihr Books gibt und ich fand sie auch sehr, sehr gut. Ich habe es vorher gelesen und war so, ich bin jetzt schon in love. Und dann kam das hier und fand es auch ganz fantastisch. Ich glaube, es liegt aber auch sehr viel an mir, dass ich es einfach toll fand. Also ich glaube, es ist an sich ein sehr, sehr gutes Buch. Und ich fand es dann nochmal ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war einfach in einer sehr guten Stimmung, um das zu lesen, als ich es gelesen habe. Es geht um Will und Olli. Und in Mein fast perfekter Sommer geht es dann quasi um ihren Sommerflirt etc. Und sie verstehen sich sehr, sehr gut. Hier sind aber Rückblenden eingebaut, also man muss es nicht unbedingt lesen. Am Ende des Sommers muss Olli dann wieder zurück ans andere Ende der USA. Und wegen eines Familiennotfalls muss er dann aber auch wieder zurück dahin, quasi zu seiner Tante. Aber er war über Urlaub bei seiner Tante machen, da musste er am Ende der Ferien zurück und jetzt darf er wieder zu seiner Tante, weil Probleme. Und das findet er alles nicht so geil.
bis dass er dann bemerkt, dass er jetzt auf derselben Schule ist wie Will auch. Und irgendwie scheint Will aber nicht der zu sein, den er im Urlaub kennengelernt hat oder in den Ferien, weil irgendwie ist es jetzt so ein Sportler und der steht nicht offen zu seiner Sexualität und irgendwie ist alles ein bisschen weird. Und Olli will eigentlich aufgeben, aber dann sind da immer diese Blicke und irgendwie scheint er doch was zu sein. I totally love it. Dann darf in so einem Video natürlich auch nicht die Love is Love-Reihe fehlen. Angefangen mit Und ich leuchte mit den Wolken. Und du fliegst durch die Nächte und wir tanzen über den Flüssen. Ich liebe, liebe, liebe diese Romane. Also es tut mir leid, aber diese Romane, die haben einfach einen Platz in meinem Herzen. Oh, so. Und da werden sie auch nie wieder rauskommen wahrscheinlich. Es sind ganz verschiedene, also hier geht es um zwei weiblich gelesene Menschen, hier zwei männlich gelesene Menschen und hier geht es um eine polyamoröse Liebesbeziehung. Und ich finde sie wirklich alle drei so toll. Ich kann noch nicht mal sagen, boah, das fand ich besser, das fand ich schlechter. Ich fand die alle drei so krass gut und kann sie absolut nur empfehlen. Und ich liebe auch die Cover und ich liebe einfach alles und ich liebe es einfach. Ich liebe es absolut. Und ich würde diese Bücher, die sind einfach der absolute Shit. Ich habe auch schon mehrmals gelesen, weil ich sie so toll finde. Deswegen, ich würde sie komplett empfehlen. Dann möchte ich in diesem Video natürlich auch noch in all seinen Farben erwähnen. Ich liebe das Cover. Es tut mir leid, aber ich finde es richtig schön. Ich weiß, also dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich finde es sehr, sehr schön. Und es geht um Robin und Robin ist schwul. Und an seinem Geburtstag geht er mit seinen Friends in eine Drag-Show und sieht dann diese ganze Show und findet es wahnsinnig faszinierend und anziehend. Und irgendwie merkt er dann, dass das Leben ziemlich kompliziert ist. Aber das Leben hat auch die eigenen Pläne für ihn. Und es ist wirklich ganz toll. Es ist super cute. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin. Aber dann, als ich drin war, war es einfach richtig toll. Und deswegen kann ich das Buch auch nur empfehlen. You broke me first. Dann darf in diesem Video natürlich auch nicht die Love is Queer-Reihe fehlen. Von Alicia Z. Die habe ich natürlich auch hier. Angefangen mit Not Your Type, Maybe Not Tonight und schließlich auch No Place for Us. Ich finde sie alle so toll. Ich finde sie alle so toll. Ich muss aber sagen, Band 1 hat mir nicht ganz so gut gefallen wie Band 2 und 3. Aber sind ganz kleine Nuancen. Hier geht es um Marie und Finn und um einen Roadtrip. Und irgendwie kommen sie sich näher, aber Finn ist sehr verschlossen und will Marie irgendwie nicht an sich ranlassen. Und irgendwie hat er irgendwas zu verheimlichen. Aber trotzdem ist da eine wahnsinnige Verbindung. Und auch Finn merkt, dass er Gefühle zu Marie aufbaut und sehr cute. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Inhaltsangaben ich nochmal machen soll. Aber hier geht es um Luke. Und Luke ist Au-pair in Vancouver. Und in Vancouver trifft er dann Jackson. Und Jackson ist Student und die haben zusammen ein Theaterprojekt und da lernen sie sich dann kennen und es ist sehr cute und sie genießen das Leben in vollen Zügen und oh mein Gott, das ist richtig toll. Aber er hat halt irgendwie immer im Hinterkopf, dass er ja wieder zurück nach Deutschland muss und genau, dann wäre es ja eigentlich dumm, wenn er sich auf Jackson einlassen würde, oder? Und hier geht es dann um Ivy und Jane. Und die Ivy hat einen Blumenladen und da lernt sie Jane auch kennen, als sie vorbeikommt. Und da ist gleich eine Verbindung und ist einfach direkt eine tolle Connection. Und dann gehen sie zusammen in den Club. Und verbringen dort einen schönen Abend und so. Und dann ein halbes Jahr später erst begegnen sie sich wieder. Und dann merkt Ivy, dass Jane eine sehr, sehr berühmte Netflix-Schauspielerin ist. Und
trotz all den Unterschieden und dass eigentlich Jane auch eigentlich zu tun hat und sie weiß, also Jane ist halt auch so, ja, I don't know, ich will mich eigentlich nicht outen, weil es halt einfach in der Branche immer noch ein Problem ist, so dass sie da manche Rollen nicht angeboten bekommen würde oder so, wie wenn sie sich halt eben nicht outen würde. Aber Ivy hat eigentlich auch keinen Bock, sich da irgendwas zu, sich zu verstecken. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber auch ganz süß. Ich möchte in diesem Video noch ein Buch nennen, das eine Freundin mir ausgeliehen hat. Und deswegen habe ich es nicht hier. Aber es ist Den Mund vor ungesagter Dinge. Ich glaube, das habe ich auf meinem Kanal auch schon so oft gesagt, dass ich das Buch so gut fand. Aber ich möchte es nochmal sagen. Ich fand es sehr, sehr gut. Es ist Young Adult. Also es ist nicht New Adult. Aber ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und vor allem, ich finde es sehr schön, wie beschrieben ist einfach, dass Liebe nicht abhängig ist vom Geschlecht, sondern einfach von der Person. Und keine Ahnung, ich habe es sehr, sehr doll gemacht an der Stelle. Ich weiß nicht, vielleicht blende ich jetzt hier noch irgendwas ein, wo ich es mal in der Hand hatte. Wahrscheinlich habe ich das nie aufgenommen, wie ich es in der Hand hatte. Pain. Da wird jetzt einfach das Cover so eingeblendet, so ganz random. Cool, da wären wir auch schon wieder. Genau, kann ich sehr empfehlen. Ich denke, das ist auch schon sehr bekannt, aber ich finde es trotzdem toll. Dann möchte ich noch ein, zumindest in meiner Bubble, unbekannteres Buch noch nennen. Und zwar ist es Romeo und Julian, Theaterstück Leben. Es ist ein richtig, richtig tolles Buch. Und es ist alles, was eine Gay Romance für mich haben muss. Es war auch relativ lang, aber das schreckt vielleicht vorher ab. Aber wenn man drin ist, merkt man gar nicht, dass es so lang ist. Also es zieht sich kein bisschen in Länge, finde zumindest ich. Und es geht um Nicolas und Lucian. Und Nicolas ist eigentlich Einzelgänger und möchte einfach jetzt nur noch das letzte Jahr auf dem Internat einfach rumbekommen. Und möchte auch eigentlich nicht in die Basketballmannschaft. Und sein Mitbewohner ist so, doch, wir möchten dich da haben, komm mit. Und der ist eigentlich immer so, kein Bock so wirklich. Und er hat halt einfach andere Probleme und so, lass mich einfach damit in Ruhe. Und auf der anderen Seite ist Lucian. Und Lucian hat das Problem, dass er, ich weiß gar nicht mal, wie er richtig aufgepasst hat oder ob er irgendwas falsch eingetragen hat. Auf jeden Fall ist er am Ende in der Theater-AG und eigentlich hat er gar keinen Bock drauf. Aber er ist halt eingetragen und er muss es halt machen. Und in dem Stück geht es um nichts Geringeres als Romeo und Julia. Aber es soll abgewandelt werden. Und zwar soll es zu Romeo und Julian werden. Und quasi das Thema Homosexualität mehr in den Fokus gerückt werden. Und er ist so, well, das geht mir schon eigentlich ein bisschen zu nah. Und und es gibt da so viele tolle Nebencharaktere. Und, so, und die Protas sind auch einfach toll. Und keine Ahnung, die Probleme sind so verständlich. Und es ist so gut erzählt und... keine Ahnung, ich finde, das Buch hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Und deswegen habe ich es gesagt. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und dann habe ich wirklich nur noch eine Empfehlung. Und zwar ist es Regina Maas. Das ist einfach eine Autorin. Und ich lese, ich habe von der schon unendlich viele Gay Romances gelesen. Könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal hier ab, irgendwo abchecken. Sämtliche Lesemonate, also sehr oft in den Lesemonaten, lese ich irgendwas von ihr. Und sie hat Fantasy, aber sie hat eben auch Gay Romances. Und manche sind da so, und manche sind sehr, sehr gut. Und deswegen, schaut einfach mal da vorbei, schaut bei ihr vorbei. Wenn die Klappentexte, wenn ihr euch denkt, weiß ich gut an, sind sie meistens auch sehr gut. Hello guys, ich weiß, eigentlich ist das Video schon zu Ende, aber ich war so, gerade beim Schneiden war so, eigentlich kann ich das Video nicht hochladen, ohne nicht ein Buch noch gezeigt zu haben. Wir ignorieren mein ganzes Augen-Make-up heute. Heute ist... ich bin gerade in meiner Abi-Vorbereitung. Läuft alles nicht so. Deswegen schminke ich mich sehr viel und sehr doll. Vielleicht ein bisschen arg. Ein bisschen viel zu doll. Egal. Auf jeden Fall wollte ich auf jeden Fall noch Royal Blue genannt haben. Ich habe es jetzt endlich gelesen und es ist fantastisch. Es ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. An Romance-Bücher. So weit würde ich echt gehen. Es ist super, super, super süß. Und ich würde es absolut jedem empfehlen. Es geht um Alex und Henry und Henry ist britischer Prinz und Alex ist Präsidentin-Sohn, also der Sohn der Präsidentin.
Und eigentlich mögen sie es nicht so sehr. Und dann haben sie so ein bisschen einen Streit und dann bekommen die Presse davon mit. Und dann sollen sie sich versöhnen vor der Presse, weil man will keine schlechte Presse haben und so. Und dann wird aber aus der Versöhnung irgendwie mehr und sie merken, dass sie sich irgendwie ganz sympathisch sind und irgendwie ist da was. Das Problem ist nur, dass die Präsidentin, also seine Mutter, die Wiederwahl steht an und da möchte man natürlich jetzt auch keine schlechte Presse im Sinne von, möchte man jetzt nicht, dass irgendwas rauskommt. Genau. Und das ist natürlich die Frage, was machen? Ich liebe das Buch komplett. Es ist komplett toll. Ich werde von der Autorin auf jeden Fall noch andere Bücher lesen, weil ich freue mich jetzt schon drauf. Genau. Das war's auch schon wieder. Das ist krass schnell jetzt wieder vergangen, gell? Habt ihr euch auch gerade gedacht, jetzt schon das Video zu Ende. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich weiß auch nicht. Na, Spaß. Also, ich habe schon so viele Videos aufgenommen. Eins wird dabei sein, was ihr noch nicht geguckt habt. Wenn nicht, kann man die auch doppelt sehen. Meine Videos nutzen sich nicht ab. Und ihr könnt auf Instagram vorbeigucken. Da mache ich jetzt auch manchmal Content. Ich sage dazu manchmal, weil sonderlich konstant bin ich da nicht, aber hey. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Schnee. Ich hoffe, der ist schon wieder vorüber, bis ich das hier hochgeladen habe. Weil ich sehe das jetzt nicht, dass an meinem Geburtstag es einfach schneit. Pain. Aber ansonsten, genau. Wünsche ich euch ganz viel Spaß und Freude und Liebe in eurem Leben. Auch freundschaftlich. Muss gar nicht, muss nicht Beziehung sein. Gar nicht. Sondern einfach freundschaftlich Zuneigung. Genau. Ciao mit auf.